Und herzlich willkommen hier in unserer Schatzkammer, Freunde. Und zwar waren wir gestern für euch etwas unterwegs auf der Suche nach neuen Schatzsuchen und das zeigen wir euch jetzt mal. Also meine Frau hat sich schon direkt auf die Suche gemacht und wir schauen uns auch an, was sie sich da anschaut. Nein, irgendwelche Roboter brauchen wir jetzt nicht, Schatz, aber das sieht ganz cool aus. Wenn wir natürlich schon hier sind, darf die Babyabteilung natürlich nicht fehlen, süß. Unser Baby kommt hier bald, wir haben zwar ein Babybett, was soll's, und hier gehen wir zu unseren Schätzen und nehmen uns direkt mal so einige raus. Wir sind heute hier, um nach coolen Sachen für unsere Videos zu suchen und die ersten Schätze haben wir bereits. Diese Jumbo-Kristalle dürfen natürlich nicht fehlen und direkt mal einige mitgenommen und das war's dann auch schon. Zu Hause angekommen, hier mit unseren zwei Schätzen. Also hier einmal X-Ninja Gold mit Drachen und hier steht auch nochmal, findest du den echt vergoldeten Schatz? Und hier das gleiche nochmal mit X-Ninja Gold und zwar hier sind Jäger drin und auch hier sollen wir das echte Gold finden. Ich denke, wir machen uns jetzt mal so langsam an die Sache und ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Unsere Handschuhe dürfen dabei natürlich nicht fehlen und die ziehen wir an. Wir schauen uns kurz an, was wir machen müssen und legen auch direkt damit los. Solche Boxen hatten wir hier auf unserem Kanal noch nie und wir sind echt gespannt, was für krasse Sachen hier auf uns zukommen. Wir versuchen immer wieder Abwechslung in unsere Videos zu bringen, damit es nicht langweilig wird. Auch du kannst mir gerne deine Tipps in die Kommentare schreiben, falls du eine coole Idee hast, was wir als nächstes in unseren Videos auspacken könnten. Wir sind ein Stück weiter und haben auch direkt hier die Bedienungsanleitung. Wir werden natürlich einen kleinen Blick reinwerfen, aber auf dieser Seite verstehe ich nur Bahnhof und wir schauen mal kurz auf die Rückseite. Ah, schon besser. Auf jeden Fall können wir hier so einiges erkennen. Hier steht auch so einiges mit Gold und etc. dabei, aber wir lassen uns auch überraschen. Also hier müssen wir erstmal unsere ganzen Teile zusammenfügen und ich glaube, wir sind startklar. So wie ich das verstanden habe, ist das hier ein Schlüssel und dieser Schlüssel passt zu diesem Schloss und dieser Schlüssel soll diesen Schloss hier öffnen. Hier mal ein bisschen nach links drehen und dann ein bisschen nach rechts drehen und dann kurz überlegen, rausziehen und rein und dann und es hat geklappt. Wie als hätte ich es vom Handbuch gelesen, habe ich es hinbekommen, ehrlich. Vielleicht möchte er es uns nicht machen und hat uns hier einige Hindernisse vorbereitet. Wir haben die nötigen Werkzeuge dazu und schrecken uns vor nichts zurück und legen hier damit los. Obwohl wir hier das zum ersten Mal mit diesem Ding hier machen, kommen wir ganz gut voran und dahinter ist irgendwas Glitschiges, was wir da rausholen müssen. Reißen noch hier unsere letzten Stücke von der Folie ab. Natürlich ziemlich hartnäckig das Ding, das will eigentlich gar nicht abgehen. Und wir legen auch gleich damit los und ziehen uns erstmal die Geräusche gemeinsam rein. Und da sehen wir auch schon was. Auf jeden Fall müssen wir den da irgendwie rausbekommen, aber ich glaube, ich ziehe den einfach mal raus. Sieht gefährlich aus. Auf jeden Fall ist unser erstes Stück schon mal safe. Irgendwie macht es echt Spaß, mit diesem glitschigen Zeug hier rumzuspielen, aber wir machen uns mal wieder an unsere Box und holen unsere nächsten Teile raus. Es sieht nach einem Flügel aus und ja, es ist einer. Oha, da ist ja noch ein ganzer Balken von diesem glitschigen Zeug drin. Fühlt sich in der Hand auf jeden Fall ziemlich nice an und wir machen uns ran an die Sache. Das sind unsere berühmten Schatztruhen, wo unsere Goldschätze drinstecken sollen und wir sind mal gespannt, ob gleich da einer drin sein wird. Und falls ihr euch auch diese Sachen bestellen wollt, habe ich zwei Links in meine Bio-Beschreibung gepackt. Da könnt ihr die Sachen zum gleichen Preis bestellen. Wenn du in Zukunft weitere Schatzsuchen oder Unboxing-Videos von uns sehen möchtest, kannst du uns natürlich sehr stark dabei unterstützen. Abonnier doch jetzt unseren kostenlosen Kanal und aktiviere die Glocke, um in Zukunft keine weiteren Videos mehr von uns zu verpassen. Also wir sind auch hier so langsam an unserem Ziel angelangt. Ich glaube, den Körper haben wir schon mal raus und hier ist der Kopf. Den müssen wir auch nochmal sauber kriegen. Und zusammengebaut ist das Ding. Und was meint ihr, Freunde, wie sieht unser Drache aus? Ich finde ziemlich nice, aber der passt da irgendwie nicht rein. Was soll's? Wie ich schon sagte, macht mir das irgendwie echt Spaß, mit diesem glitschigen Zeug zwischendurch mal rumzuspielen. Und unsere Schatztruhe natürlich. Wir schauen jetzt mal rein und was ist es? Wonach sieht es aus? Oh, es sieht Gold. Gold? Ist hier Gold oder was? Tschüss! Gold? Nein. Schade.
Ich glaube, Fehlalarm, da steht kein Gold dabei. Was ein Glück, dass wir direkt hier noch einen haben und den werden wir uns natürlich vornehmen. In dem sollen hier ganz andere Sachen drin stecken und wir schauen mal, was uns bei diesem hier erwartet. Also hier machen wir es mal etwas schlau und holen das glitschige Zeug direkt komplett raus. So, hier haben wir auch so langsam unsere nächste Schatztruhe. Das ist unsere letzte Chance. Hier müsste unser letzter Schatz drinstecken. Hier bin ich wieder voll in meinem Element und keine Ahnung, auf was für Sachen ich komme. Aber ich habe mich, glaube ich, hier wieder kurz wie so ein Koch gefühlt. Aber auch bei unserem zweiten Block kommen wir unserem Ziel immer etwas näher. Wir müssen hier nur noch die letzten Stellen abkratzen. Ohne dieses ganze glitschige Zeug sieht unser Samurai-Jäger natürlich gleich viel besser aus. Also seine Rüstung glitzert schon voll krass, obwohl wir das ganze glitschige Zeug schon mal weggemacht haben. Und was sagt ihr, Freunde? Sollen wir uns weitere Teile von dieser X-Ninja-Gold-Serie holen? Schaffen wir vielleicht gemeinsam 5000 Likes unter diesem Video? Wenn wir das schaffen sollten, wäre natürlich zu wild. Schade, auf jeden Fall ist es nicht unsere goldene Münze. Wir sehen, es ist Silber mit einem blauen Zeichen. Jetzt haben wir hier einen mit einem lilanen. Aber ich glaube, das ist nicht der, der komplett aus echtem Gold vergoldet sein soll. Bevor wir weitermachen, muss ich hier wieder natürlich kurz mit diesem Zeug hier rumspielen. Und falls ihr gedacht habt, ich habe unsere Top-Zuschauertafel vergessen, Leute, nein, hier seid ihr wieder. Wir nehmen immer wieder Zuschauer auf unsere Tafel, die unsere Videos fleißig liken, kommentieren und teilen. Und auch das werden wir in Zukunft weiterführen, so dass es fair bleibt und jeder mal drankommen kann. Also auch ganz viel Liebe geht raus an die, die noch nicht drauf standen und uns trotzdem hier weiter supporten. Ihr kommt bestimmt auch noch dran. Passt auf euch auf, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Peace.